Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich erinnere mich noch sehr gut an den Jubel der SPD, weil sie im neuen Krokoeschen das Finanzministerium ergattert hat. Das zentrale Ministerium mit Gestaltungsspielraum hieß es. Und jetzt Gestaltung Fehlanzeige. Und das merkt man leider auch ganz klar im Etat der Ministerin. Es reicht eben nicht, das Kapitel zur Kinder- und Familienpolitik im Koalitionsvertrag nach vorne zu ziehen, wenn man eben nicht bereit ist, endlich Butter bei die Fische zu geben, bei der Bekämpfung der Kinderarmut, beim Kita-Ausbau, auch dafür, Familien mehr Zeit für ihre Kinder zu schaffen. Das passiert mit diesem Haushalt alles nicht. Deshalb beraten wir einen Haushalt ohne Zukunft, und der darf auf keinen Fall so bleiben. Frau Giffey macht auf mich einen zupackenden Eindruck, und das finde ich gut. Und deshalb packen Sie sich Olaf Schäuble, erklären Sie ihm, dass er Scholz heißt, dass er von der SPD kommt, dass er gefälligst ordentlich in die Kitas zu investieren hat. Das erwarten wir von Ihnen, Frau Ministerin. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, Stichwort Kita. Ich finde ein Qualitätsentwicklungsgesetz gut, weil die Standards bundesweit sehr unterschiedlich sind und weil wir Wege beschreiben müssen, wie wir zu guten einheitlichen Standards auf Bundesebene kommen. Aber die eierlegende Wollmilchsau, die die Ministerin jetzt verspricht, die ist mit 3,5 Milliarden Euro auf die gesamte Legislatur betrachtet doch überhaupt nicht zu haben. Was alles passieren soll, bessere Personalstandards, Leitungszeit, Sprachförderung und auch noch Gebührenfreiheit, da sind doch 3,5 Milliarden Euro ein schlechter Witz. Und das Gesetz soll jetzt heißen, das Gute-Kita-Gesetz. Und es heißt so, laut Frau Giffey, damit die Leute verstehen, was gemeint ist. Ich sage Ihnen, die Leute verstehen ganz schnell und ganz gut, wenn in einem Gesetz nicht drin ist, was draufsteht. Und dann ist der Schaden sehr, sehr groß. Und deshalb sage ich noch mal, Frau Giffey, packen Sie sich Herrn Scholz. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, mehr Zeit für Familie ist offensichtlich kein Thema für diese Koalition. In den letzten Jahren hat es hier einen Wettbewerb gegeben. Wir Grüne haben unsere Kinderzeit Plus vorgeschlagen. Die SPD hat eine Familienarbeitszeit vorgeschlagen. Durchgesetzt hat sich leider die Union mit kein Konzept. Alles bleibt, wie es ist. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen vom Krokoeschen, das wird Ihnen auf die Füße fallen, weil mehr Zeit für Familie ist ein ganz zentrales Thema für viele Eltern. Und deshalb werden wir weiter für unsere Kinderzeit Plus werben. Ich hoffe, viele von Ihnen haben am Montag die ARD-Dokumentation »Wenn Eltern ihre Kinder misshandeln« gesehen. Ich finde die Studie der Universität Koblenz, wonach in den allgemeinen sozialen Diensten 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Kinderschutz fehlen, die muss uns alle aufrütteln. Ich weiß, wir sind da nicht unmittelbar zuständig, aber auch der Bund muss im Kinderschutz seine Hausaufgaben machen. Das heißt, Kinderrechte ins Grundgesetz, und zwar mit einer Formulierung, die im Sinne der Kinder einen echten Unterschied macht. Wir brauchen endlich eine Fortbildungsverpflichtung für Familienrichter und Familienrichterinnen. Und wir brauchen eine Reform mit Blick auf die Belange der Pflegekinder, die die Kinder endlich in den Blick nimmt und ihnen ein gutes Aufwachsen in Stabilität und Kontinuität ermöglicht. Diese Bundesregierung ist im Bereich Kinderschutz massiv gefragt, und ich hoffe sehr, dass da mehr kommt als das, was der Koalitionsvertrag vermuten lässt. Frau Ministerin, Sie haben eben erneut von Fuck you Goethe 3 geschwärmt. Das haben Sie ja im Ausschuss auch schon getan. Ich will Ihnen auch einen Film ans Herz legen, nämlich schauen Sie sich die Suffragette an. Dieses Jahr haben wir 100 Jahre Frauenwahlrecht. Aber der Anteil der Frauen im Deutschen Bundestag ist beschämend gering, und das liegt nicht an uns Grünen. Frauen finden keine Plätze in Frauenhäusern. Das Rückkehrrecht auf Vollzeit klebt schon wieder im Kabinett fest. Und die SPD, das muss ich leider sagen, ist beim Paragraph 219a aufs Peinlichste vor der Union eingeknickt. Wir Grüne werden in den nächsten Jahren, ich komme zum Schluss, ganz genau aufpassen, dass diese Legislaturperiode nicht zu verlorenen Jahren für die Frauen in diesem Land wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Dörner. Frau Kollegin von Storch, ich bin darüber unterrichtet worden, dass Sie anlässlich der Rede des Kollegen Leutert
eine Handbewegung vor Ihrem Gesicht ausgeführt haben. Ich gehe zu Ihren Gunsten davon aus, dass Sie eine Fliege haben verscheuchen wird. Als nächstes für die SPD-Fraktion die Kollegin Svenja Stadler.